Hallo und herzlich willkommen zu einem Photoshop-Tutorial. Tja, um was geht's heute? Ganz einfach. Ich habe ja einen Ordner mit jede Menge Fotos drinnen. Und ja, bei mir ist es grundsätzlich so, bevor ich etwas online stelle oder wenn ich etwas online stelle, dann ist bei mir einfach standardmäßig mein Logo drauf. Bei einer Datei, tja, kein Problem. Bei mehreren Dateien wird's mühsam. Hier machst du ein Foto auf und dann fügst du ein Logo ein und dann musst du es wieder zumachen und wieder speichern und so weiter und so fort. Und das sind jede Menge Klicks. Ja, und zudem möchte ich das Foto natürlich auch gleich in Webauflösung, also in 1029 mal 1080 Pixel, auch gleich fix fertig kleiner rechnen. Mache ich das bei jedem Foto einzeln? Nein, mache ich nicht. Und hierfür gibt es nämlich eine super tolle Funktion, beziehungsweise mehrere Funktionen von Adobe, im Zusammenhang mit Bridge und Photoshop, und zwar den Bildprozessor und die Aktionen. Das zeige ich dir jetzt dann. So, Schritt 1. Ich habe einen Ordner, da sind alle meine Fotos drinnen. Und jetzt mache ich mir mal eines in Photoshop auf. Wie du es schon gesehen hast, du kannst hier erstens mal JPEG-Dateien direkt in Photoshop reinziehen. Ja, und das zweite ist auch JPEG-Dateien in Camera Raw bearbeiten. Ist ein anderes Kapitel. Ich habe jetzt mal ein Bild und ich habe ja gesagt, ich möchte das automatisch berechnen. Nur damit ich jetzt die Vorschau mal sehe, mache ich das jetzt mal manuell und nehme hier einfach mal die längste Seite mit 1920 Pixel und 150 dpi reichen mir auch. Das wollen wir natürlich nicht alles manuell machen und schon gar nicht hier bei, keine Ahnung, hunderten von Fotos. Diese Zeit nehme ich mir einfach nicht. Mit Steuerung 1 habe ich hier die 100% Ansicht, beziehungsweise Doppelklick auf die Lupe oder Doppelklick auf die Hand, passt mir das hier ins Bild ein. Bei mir ist es so, ich baue mir hier, oder ich habe mir hier schon eine Photoshop-Datei gebastelt. Und da ist ja mein Logo mit 200 Pixel Kantenbreite schon drinnen. Jetzt da will ich das Ganze natürlich automatisiert hier in das Bild, am liebsten links oben in der Ecke einfügen. Hierfür gibt es Aktionen. Ich habe mir schon eine erstellt. Gemeinsam machen wir jetzt eine neue. Und zwar Logo auf 1029 Pixel. Foto einfügen. Wie du das benennst, lasse ich ganz dir. Das Video wird vielleicht ein bisschen zu schnell sein für dich, kein Problem. Einfach zurückspulen und nochmal ansehen. So, das heißt, da unten habe ich als allererstes einen neuen Satz erstellt und jetzt erstelle ich mir eine Aktion. Sobald ich auf Plus klicke, kann ich hier Logo einfügen klicken, fügt mir das hier meinen Satz hinzu. Ich kann auch eine Funktionstaste hinzufügen und ich kann das auch farblich hinterlegen, wenn ich möchte. Nun beginnt die Aufzeichnung. Der erste Schritt ist, ich kopiere mir hier gleich diesen Pfad. So, ich öffne meine Photoshop-Datei. Sieht hier mit 200 Pixeln. Steuerung A, Steuerung C für Kopieren. Also alles auswählen, alles kopieren. Mache die Photoshop-Datei wieder zu. Wichtig ist, dass das hier eine neue Ebene ist, wo alle Hintergrundebenen auf eine reduziert sind, damit du hier das kopieren kannst. Schließe das wieder. Drück hier Steuerung V für Einfügen. Es ist mein Logo hier da ganz klein drinnen und Photoshop hat mir hier eine neue Ebene erstellt. Mitten im Bild möchte ich mein Logo nicht haben. Wenn du zum Beispiel ein Wasserzeichen erstellst, dann ist das hier eine ganz gute Möglichkeit. Jetzt drücke ich wieder STRG A für alles auswählen, wähle hier das Verschieben-Werkzeug und setze hier mein Logo ganz nach links und ganz nach oben. Für ein Wasserzeichen kannst du hier verwenden mittig und mittig. Wir machen hier aber links oben und ganz links. Mit STRG E füge ich das wieder auf die Hintergrundebene zurück und mit STRG DORA, D, hebe ich die Auswahl auf. So, und das Ganze war's auch schon. Die Aktion ist jetzt da gestoppt und es passiert noch immer nicht viel.
Dieses Beispielbild kann ich jetzt da löschen bzw. schließen und muss es nicht speichern. Jetzt gehe ich wieder auf meine Fotos, wähle hier alles aus, gehe hier in der Bridge drinnen auf Werkzeuge, Photoshop, Bildprozessor und sage jetzt da, okay, lieber Bildprozessor von Photoshop, mach mir ein JPEG daraus. Die längste Breite bzw. die längste Höhe sind 1920 Pixel. Nimm hier mein Logo auf 1920 Pixel, Logo einfügen und sag ausführen. Wichtig ist mir auch der gleiche Speicherort. Du kannst dir natürlich auch einen anderen Ort wählen. Und ausführen. Und den Rest macht mir Photoshop jetzt da komplett alleine. Das heißt, Photoshop öffnet mir jetzt jedes Bild, führt als erstes den Bildprozessor aus, und zwar mit 1920 Pixel, egal ob Hoch- oder Querformat, und wählt dann meine Photoshop-Datei aus, kopiert das Logo raus, setzt das Logo links oben in die Ecke und schließt das Bild wieder. Zudem wird hier ein neuer Ordner erstellt, hier JPEG, und hier sind dann alle Bilder in neu gerechneter Größe drinnen. Fix und fertig, mit Logo versehen, neu abgespeichert, nach meinen JPEG-Kompressionseinstellungen. Tja, in diesem Sinne, bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao.